Zurück von der coolen Dollet-Mission beweist Cypher wieder einmal, warum ich nicht aufstehen kann. Nun gut, dann müssen wir eben zu Fuß zurück zum Garten, um endlich den Abschluss der Prüfung vollends einzuleiten. Wird Cypher jemals für seinen barschen Umgang mit seiner Umgebung die gerechte Strafe kriegen? Ja, ich kenne einen Weg, das herauszufinden. Oh, magische Miesmuschel, kriegt Cypher jemals seine gerechte Strafe? Eines Tages vielleicht. Puh, das beruhigt doch. Im Garten angekommen, verabschieden sich Xell und Selphie und in der Haupthalle lässt sich Sid, Quistis und Shu belauschen. Es geht um die Dollet-Mission, denn scheinbar sind die Galbadianer abgezogen mit der Bedingung, dass der Senderturm weiterhin sendet. Das ist natürlich sonderbar, denn laut den Schülern direkt neben ihnen wird Funk nicht mehr gerne verwendet. Meine Verschwörungstheorie-Sensoren explodieren übrigens bei den Auswahlmöglichkeiten. Was möchten die Galbadianer also mit dieser veralteten Technik tun? Es wäre natürlich interessant zu wissen, was dieses abnormale Rauschen scheinbar in allen Radiofrequenzen verursacht. Das Ganze soll nämlich erst vor 17 Jahren angefangen haben. Ist Squall und Co. nicht ungefähr 17 Jahre alt? Mysteriös und ein kleiner Wink mit dem Soundfall von den Entwicklern. Man kann sich natürlich noch mit Shu, Quistis und Sid unterhalten. Shu und Quistis umschwärmen Squall natürlich, was wohl gegen gleichaltrige sexy Lehrerinnen in Bildungspositionen spricht. Sid hingegen möchte wissen, wie Squalls Befinden während des Kampfes war. Ganz ruhig, Squall, lass dir nicht anmerken, dass du Schiss vor dem Riesenroboter gehabt hast und fast gestorben wärst in der Cutscene. Ach ja, das war in einem anderen Spieldurchgang. Ja dann, sag das, was jeder coole Typ tun würde. Sei möglichst ungenau. Wow, die Reaktion habe ich nicht erwartet. Bin ich eigentlich der Einzige, der die Nähe von Sid zu Squall etwas, nun ja, befremdlich empfindet? Als ob da noch etwas im Busch wäre. Wenn wir uns nun Richtung Quartier begeben, treffen wir auf Cypher. Dieser beschwert sich darüber, dass sie ohne den Rückzugsbefehl Dollet hätten befreien können. Zu dritt. Natürlich. Quistis und Shu stoßen hinzu und es entbrennt ein Streitgespräch. Wie unter Kleinkindern. Nach dem entscheidenden Treffer von Shu kontert Cypher mit Barretts Signature Move. Dem Vibrator-Modus. Natürlich soll das Zittern vor Wut darstellen oder einen manischen Lachkrampf, aber kommt schon, bei Barrett hat der Vibrator-Modus mehr Gelächter als Mitgefühl ausgelöst. Und seine Situation war wirklich traurig. Sid stößt hinzu und im Gegensatz zu den beiden Ausbilderinnen verteidigt er Cypher. Jedoch wird er mittendrin von Orks Gardenwächtern blockiert. Diese Typen sind generell gruselig, man sieht nie ihre Gesichter, sie sind konstant abweisend und sind auch nur primär dazu da, Meister Norg, dem eigentlichen Geldgeber des Gardens, zu repräsentieren und den Garden auf Profit auszurichten. Kurz gesagt, Sid in seinen wahren Zielen zu behindern. Deswegen unterbrechen sie Sid auch in jedem Anflug von Charakterausdruck, worüber dieser auch nicht erfreut ist, aber es noch nicht zeigt. Diesen Moment nun kann ich nicht ausstehen, da es heißt warten. In einem Raum mit den anderen Seed-Anwärtern warten wir nun auf den Ausruf. Scheinbar wissen die Entwickler selbst nicht, wie viele Seeds sie denn doch gerne hätten. Mal sind es 3, dann sind es 4 und hier sind es 7. Cypher und Selphie mit dazu gerechnet, die übrigens nicht hier sind, im Gegensatz zu Raijin und Fujin. Nebenbei läuft übrigens ein Countdown, ungefähr so 2 Minuten. Und wenn dieser abgelaufen ist, werden Squall und Xell als einzige Absolventen herausgerufen. Und dieser Lauf von Xell... Ja... Nun, Xell... Ja... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist nun Zeugniszeit. Neben Squall und Xell hat noch Selphie und dieser namenlose Dude hier die Prüfung bestanden. Sid überreicht die Zeugnisse und flüstert jedem noch etwas ins Ohr, dem Charakter entsprechend. Wobei Squalls einziger Vorzug scheinbar seine Phalluswaffe ist. Bevor ich auf die Punkte beim Zeugnis eingehe, holen wir uns noch den Kampfzähler von Sid ab. Wenn ich mich recht entsinne, ist das die einzige Möglichkeit, diesen zu kriegen. Aber selbst wenn, wäre es kein wirklich großer Verlust gewesen. Nun denn, die Punkte beim Zeugnis definieren unseren Anfangs-Seed-Rang. Der höchste Anfangsrang ist 10. Dieser lässt sich auch leicht über eine Frage-Antwort-Katalog mit Ja-Nein-Fragen schnell auf 30 pushen, dem zweithöchsten Rang. Generell heißt es, desto höher der Rang, desto mehr Sold bekommen wir, denn im Gegensatz zu den anderen Final Fantasy-Spielen kriegen wir kein Geld durch Besiegen von Monstern. Das Zeugnis unterteilt sich in folgende Kategorien: Führung, Urteilsvermögen, Angriff, Kampfgeist und Einstellung. Führung gibt an, wie viel Zeit noch übrig wäre beim Dollet-Rückzug. Maximale Punkte gibt es bei über 25 Minuten übrig. Das Urteilsvermögen gibt an, wie viel Zeit beim Ifrit-Kampf noch übrig war. Maximum gibt es ab unter 8 Sekunden. Angriff stellt schlicht die Anzahl der Gegner dar, die ohne Hilfe von GFs in Dollet besiegt worden sind. Ab 75 gibt es hier das Maximum. Der Kampfgeist wird durch die Anzahl der Fluchtversuche definiert. Da wir mindestens einmal fliehen müssen, ist das auch das Maximum. Und zu guter Letzt Einstellung.
Das ist der wahrscheinlich interessanteste Wert, da diese sich aus vielen Handlungen zusammensetzt. Man fängt außerdem mit dem Maximum an und verliert für Fehlverhalten Punkte. So verliert man einen Punkt fürs Ansprechen anderer Truppen während der Mission, zwei, wenn man mit Biggs spricht, für jeden Versuch übrigens. Mit seinen Teammitgliedern vor der Mission ohne die zu reden, gibt ebenfalls einen Punkt Abzug. Man verliert jeweils einen Punkt, wenn man zum Sendeturm laufen möchte, bevor Cypher es sagt. Man verliert einen Punkt, wenn man Cypher die Heckenschlange nicht töten lässt, ist ja auch Befehlsverweigerung, ganz klar. 5 Punkte für den Klippensprenger, was ich tat und ich werde es immer wieder tun. 10 Punkte, wenn man den Hund während der Flucht nicht verscheucht, zu Recht wohlgemerkt. Und 20 Punkte verliert man, wenn man sich in der Kneipe versteckt, wenn einen die Robospinne verfolgt. Ich wusste nicht mal, dass man das machen kann. Also alten Stand geladen und wow, das funktioniert ja wirklich. Und es hat etwas von einer alten Komödie. Oh nein, Quistis, er wartet im Hintergrund auf uns. Tu doch was. Man kriegt übrigens für das Zerstören der Spinne 100 extra Bonuspunkte. Und nach all dem Ärger, all den Mühen und all dem Leid erfüllt der Multiple-Choice-Test exakt denselben Effekt. Und das sogar noch schneller und einfacher. Kommt schon, wenigstens ein Item für Leute ab einem gewissen Anfangsseed rein. Ich weiß nicht übrigens, wie ich genau diese Szene hier beschreiben soll. Ich meine, guckt euch mal an, wie toll sie marschieren. Selfie hat noch etwas von SpongeBob. Seed, 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 Seed! Und wie sie so fröhlich auf der Stelle hoppelt. Und Xel nun, ja, Xel. Cypher beginnt übrigens die Beglückwünschung schon im nächsten Raum. Eine wirklich noble Geste, wenn man seinen Charakter betrachtet. Nun beginnt die wahrscheinlich berühmteste Szene aus Final Fantasy VIII, die Abschlussfeier. Xel taucht auf und wünscht uns alles Gute. Puh, das wäre fast eine soziale Interaktion gewesen. Selfie hingegen sucht immer noch Mitglieder für das Schulfest. Da Squall schon Mitglied ist, fragt sie einen nicht mehr. Und wenn nicht, würde er von nun an gefragt werden. Squall wird also der neue Wembley Danner. Na gut, wir haben ja schon unseren Abschluss. Ob wir jemals Wembley Danner im Spiel wieder sehen werden, wer weiß. Ab jetzt beginnt übrigens die erste Begegnung mit Renoir. Natürlich versuchen wir sie abblitzen zu lassen, indem Squall Champagner mit seinen Augen trinkt. Renoir ist generell ein Thema für sich. Viele hassen sie, viele mögen sie, ich gehöre zur zweiteren Fraktion und ich finde sie eigentlich ganz niedlich. Ich mag aber auch Selfies Art, von daher dürfte es eigentlich niemanden verwundern. Nach dem Tanz möchte Quistis sich mit uns treffen. Alleine. In Seville. Nachts. Am Abschlussballabend. Bin ich der Einzige, der das merkwürdig empfindet?
Na gut, umgezogen und ab zu Quistis. Man kann übrigens versuchen abzuhauen, aber nach dreimaligem Probieren verliert man einen Seedrang. Das Date mit Quistis muss also sein. In der Übungshalle. Nachts. Alleine. In Zivil. Am Abend des Abschlussballabends. Je öfter ich diesen Satz in meinen Gedanken abspiele, desto blöder klingt er. Quistis wäre natürlich nicht Quistis, wenn sie kein Tutorial hätte. Kurzum abgebrochen und wir betreten den... Warum auch immer die Schule eine Übungshalle besitzt mit heimischen Archeodinos. Falls man ihn übrigens nicht bekämpfen möchte, so wähle man den linken Pfad. Falls doch, wähle man den rechten. Quistis führt uns zu einem wirklich hübschen Fleckchen. Hier treffen sich die Gartenschüler, um Speicherflüssigkeiten in getrauter Zweisamkeit auszutauschen. Es ist sozusagen ein... Ah, das Rumknutschriff. Ach Gottchen, das waren noch Zeiten. Was ich an der Szene besonders liebe, ist die Inszenierung. Denn sie lässt sich Zeit. Viel Zeit, um genau zu sagen, um die Szene äußerst authentisch rüberzubringen. Und wenn Squall kein Holzkopf wäre, würde er hier etwas einfühlsamer sein. Natürlich hat er recht darüber, dass ihn die Mitmenschen nichts angehen, aber mit dieser Einstellung durchs Leben zu gehen, ist eine äußerst bemitleidenswerte Einstellung. Traurig, Quistis, vielleicht solltest du doch lieber mit einer Wand reden, die ist wenigstens einfühlsamer. Leider lässt sich der Screen nur einmal betreten. Schade um die Musik und den tollen Hintergrund. Nun dann, auf dem Weg zurück zum Garten wird ein Monsterschrei sowie ein Mädchenschrei vernommen. Kann mir noch jemand mal erklären, warum jemand es für eine gute Idee hielt, einen eigenen Jurassic Park zu halten? Ich meine, jeder der Filme handelte darüber, dass der Park kaputt ging und ein Team von Experten fast vollständig ausradiert wird. Nun denn, der Kampf gegen Granaldo ist, ja, einfach unverschämt, wenn man es genau nimmt. Eine wahre Verschwendung der Boss-Theme. Zieht viel Shell und Protoss und haut ihn einfach um. Nach dem Kampf tauchen zwei Wachen auf. Haben sich die Typen hier eigentlich versteckt, damit sie nicht kämpfen müssen? Was sind denn das bitte für Wachen? Puh, das war ein langer Tag. Eine Roboterspinne erledigt, einen Tanzabend ertragen, eine schöne romantische Szenarie zerstört und ein Mädchen vor einem schwachen Bosskampf gerettet. Erstmal schlafen. Ach ja, und oh magische Miesmuschel, soll ich noch eine Folge des Erfahrungsberichtes erstellen? Eines Tages vielleicht. Also bis zum nächsten Mal.